Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von WCS. So, guten Morgen. So, die Leute sind schon eingetroffen. Morgen, morgen, morgen. Wo kommen die denn alle her hier? Morgen, morgen, morgen. Flughafen. So, guck mal, Dirk. So, auch meine Mitarbeiter darf ich nicht vergessen. Siehst du, sind ja mal ein paar, ne? So, oh, hast du ein schönes Hemd an. Hast du das im Handschuhfach gehabt? Besser wie der vorige, oder? Naja, es gibt Leute, die haben schon mal ihre Jacke im Handschuhfach. So, so sieht es aus, liebe Camper. So, liebe Camper, hier habe ich einen kleinen Bungalow, sage ich immer. Meine Güte, was hast du gerade gesagt? Ist das ein Bock? Ein Schlachtschiff. Schaut mal, der ist jetzt also Elektrik. Wir zeigen den mal komplett. Ne? Der kriegt jetzt Unterbodenschutz. Das ist viel, viel Arbeit. Und Unterbodenschutz sind wir auch ausgebucht. Ende hier. Unterbodenschutz braucht fast, können anfragen, aber dann kriegen sie einen langen Termin. Unterbodenschutz sind wir immer, immer und immer ausgebucht. Das ganze Jahr ist diese Halle belegt. Schau mal, so musst du das alles machen, ne? Ja, ich habe ja zwei Leute. Wir verdienen auch gut Geld mit Unterbodenschutz, ne? Weil viele sagen, warum macht ihr denn Unterbodenschutz? Ja, weil ich Langeweile habe? Ne. Guck mal, da sind meine zwei Schmierleppe da. Aber das machen sie gut, die beiden. Ich brauche mich um nichts kümmern. Ne? Der wird auch hinterher, wenn der wieder aus der Behausung rauskommt, wird der gewaschen. Übergebe ich so nicht einen Kunde. Ne? Hier siehst du ja, alles ist abgeklebt. Relativ neues Fahrzeug. Wie weit seid ihr von unten? Dann guck mal, es ist schon so gut wie dunkel. So, morgen zeigen wir dann mal die Elektrik. Die Solaranlage, ganze Dach ist voll. Der hat jede Menge gekriegt. Ein Concorde, ja, vom Feinsten. Ah, ich geh dann nicht bis da hinten. Das tue ich mir nicht an. Brauchst du einen Helm, Chef? Ich brauche keinen Helm, ich bin Chef. Ich darf alles. Guck mal, das habe ich schon mal im Video. Kannst du mal ein bisschen näher kommen? Guck mal, da kommt schon erste Schwarze raus. Siehst du die Streifen? Ja? So, und beim Unterbodenschutz, ne? Das ist so wichtig, professionell. Jens, irgendwann mal bitte eine neue Folie hier drauf, ne? Die war letzte Woche schon so schwarz. Ich habe heute Morgen mal gemacht. Das vom Sprühen. Ja, dann musst du mal nicht so viel auf das Auto sprühen. Nein, das ist eine Vertrauensgeschichte. Und ich muss immer wieder sagen, morgen sagen Sie wieder, der ist arrogant. Nein, aber Jens, ihr habt es selbst mitgekriegt, der Unterbodenschutzruf eilt uns voraus. Wie Kunden uns anschreiben. Ja, ich war beim TÜV, ich war bei der Dekra, die haben gesagt, wer hat das denn gemacht? Qualität. Hat auch seinen Preis. Fertig aus. Hat auch seinen Preis. Also hier kriegst du... Hier kriegst du nicht für 1.500 Euro Unterbodenschutz, auch nicht für 1.800. Das können alle knicken. Guck mal, warte mal. Guck mal, da fängt ihr schon an, schwarz zu werden. Aber, Kinders, ist das Arbeit. Ist das Arbeit für die Jungs. Und der Dreck. Guck mal, hier ist er schwarz. Das ist Unterbodenschutz. Weißt du, wer sein Auto so unglaublich gut angeguckt hat, Jens? Die Autodoktoren. Ja, ja. Er hat im Video gesagt, wo seine Tochter dabei steht, so können wir das nicht. Hat er ja, hat er wortwörtlich gesagt, ne? Du kannst dich daran erinnern. So, du musst da die Mittel haben, die Pumpe muss laufen. Und wir hätten gerne eine zweite Halle, war hier alles im Gespräch für eine Grube, für Unterbodenschutz gebaut. Ich wollte eine zweite. Ja? Leute, finde ich, läuft das. Kinders, das ist Altbestand. Man nennt immer sowas Bestandsschutz. Wir mussten hier eine Absauganlage installieren. Für eine neue Unterbodenschutzhalle, die ich morgen baue, Kinders, habe ich Auflagen. Hier im Boden kommen so Gitter rein. Das wird hier abgesaugt. Die sitzen hier drin. Die haben uns halt alles erklärt. Ich habe mich da erkundigt. Vorschriften. Lampen müssen anders sein, wegen Verpuffung. Wir haben immer Tor auf. Da habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Hier können Sie mir nichts. Würde ich die morgen abreißen, darf ich keinen Unterbodenschutz mehr machen. Weil die
Auflagen. Gut, wir haben alles. Wir haben Absauganlage. So, und wenn der heute fertig ist, jetzt geht das weiter, muss der die ganze Nacht trocknen. Wir lassen in der Nacht, auch wenn draußen Frost und kalt ist, die Heizungsanlage die Nacht durchlaufen auf 18 Grad. Das kostet mir ja auch einen Haufen. Wir reduzieren die an. Die läuft 18 bis 19 Grad, läuft die ab heute Mittag die ganze Nacht durch. Und morgen früh ist der Wagen trocken. Stell mal vor, ich mache die Heizung aus und wir hätten jetzt heute Nacht Frost und wieder kalt. Dann ist die Kacke Pappe. Ne? Also, morgen zeigen wir euch die Elektrik. Ah, ist schon großes Kino. Ne? Auch wenn du hier reinguckst. Ne? Guckt euch das an hier. Alles. Guck mal hier, wie das Auto aussieht. Wie das abgeklebt ist. Ja? Ja, so sieht's aus. Ich hatte mal einen Kunde hier mit so einem Dodge oder wie das Ding heißt, so ein Ami-Wagen, der war überall, keiner macht ihm Unterbodenschutz. Ja. Vor 4 Wochen war hier. Ja, wieso? Ja, ich sag, dann mache ich auch deinen Dodge, ob ich Reisemobile mache und hin und her. Ja, hat sich, dann hat er mal einen gefunden. Ja, aber der macht das nicht wie ihr und alles. Und dann sage ich so zu ihm, für das Auto, weil da waren 2 Tankstunden und müssen ab, bis mindestens bei 2.700 Euro. Hat er mich angerufen. Ja. Da sagt er, ich würde das machen. Müssen wir uns auf 1800 einigen. Da ist so ein grünes Tor. Kennst du das Tor? Da fährst du drauf und fährst du direkt wieder runter. Nein, ist richtig. Komm, wir machen auch Schluss. Hier, jetzt. Hallo. Mikrofon in an. Morgen zeigen wir mal die Batterien. Eventuell morgen mal ein Dach. Dann ist das, wir haben das alles ein bisschen durcheinander gemacht. Dann ist das Auto für sich. So. Und heute Abend ist der, glaube ich, fertig, ne? Ja. Auch ausgehaust, ne? Ja, alles ausgepackt, alles. Ja, und dann sauber machen, Rückwand alles sauber machen, ne? So, so sieht's aus. Ja, guten Morgen, liebe Camper. Da sind wir wieder, Concorde Nummer 2 diesen Monat, Großeinbau. Wir gehen das jetzt hier auch noch mal einmal alles durch. Das Auto ist, ich glaube, 3 Jahre alt. Der Kunde hat das jetzt vor ein paar Monaten gekauft, wollte jetzt alles einmal umrüsten. Der hatte vorher diese 3 Excite-Gel-Batterien drin. Die sind jetzt nach ein paar Jahren einfach umgewesen. Da ging nicht mehr viel. Der hatte auch schon 2 Booster drin. Wollte aber natürlich alles von WCS haben, so wie das die meisten machen. So, dann haben wir hier oben unser Master Slave Booster eingebaut. Die laufen mit, ich glaube, knapp 100 Ampere. Da hinten seht ihr die Kombi 3200. Die ist quasi dafür zuständig, wie ihr das auch schon kennt, dass das ganze Fahrzeug im Prinzip auch autark genutzt werden kann. Weil der jetzt auch 6 x 320 Amperestunden Lithium-Akkus verbaut hat. Erst wollte der Kunde nur 4 haben, dann war der wohl hier, hat mit dem Florian draußen gequatscht, geguckt hier und da und sagt der Florian, jo, wenn sie wollen, dann können wir auch anstatt 4 6 machen. Sagt der Kunde, ja, 6 hört sich gut an, nehmen wir. So, also haben wir eben 6 eingebaut. Die sind hinter diesem Brett alle versteckt und natürlich auch befestigt. Die stehen hier wie auf diesem Batterie. Bild quasi, dass man die Nummer nachher noch zuordnen kann, so angereiht als Dreierpack. Wir haben im Prinzip 3 Akkus dick durchgebrückt mit 50 Quadrat. Da sind wir mit 70 Quadrat von dem ersten Pack auf einen Verteiler, der hinter diesem Brett ist, gegangen. Von dem zweiten Paket auch natürlich durchgebrückt mit 70 Quadrat auf den Verteiler. Und dann von dem Verteiler mit 95 erst auf den Messstand Plusseite, auf die Minusseite, dann auf den Minusverteiler und dann natürlich von dem Plus hier vorne, kannst du mal einmal reinschauen, auf die dicke Sicherung. Das ist von der Kombi. Und dann gehen wir von dem Plusverteiler auch noch mit einem dicken Kabel auf die original Concorde-Tafel. Das sind natürlich die originalen Hubstützen und unsere Booster, Solargeschichten und Fahrzeug und so weiter, natürlich auch noch alles überbestromt werden kann. Es war hier eine Menge Arbeit, also dieses Brett umzubauen hat allein schon einen Tag gedauert. Das sieht jetzt erstmal nicht so viel aus, aber ich sage auch warum, weil jedes Kabel, was ihr hier seht, musste dicker gemacht werden, weil es alles leider nur in 70 Quadrat war original, weil er nur eine relativ kleine Kombi, ich glaube, die war 2000 Watt, hat er nur drin gehabt, jetzt ist natürlich 3000 Watt, das heißt, wir können mit 70 Quadrat natürlich nicht mehr viel machen, deswegen alles auf 95, jedes Kabel neu gepresst, jedes Kabel neu abgelenkt, hinter verschraubt, vermacht, getan. Jetzt ist auf jeden Fall alles fertig. Der Kunde kann Dauerlast 3000 Watt ziehen, ohne Angst zu haben, dass hier irgendwas anfängt zu schmoren oder warm wird. Ja, das wäre es eigentlich schon in der Garage. Achso, hier ist das ganze Zeug, das wir ausgebaut haben. Solarplan hat er auf dem Dach gehabt, haben wir rausgemacht. Wie gesagt, die Akkus, die Booster und die Mars-Kombi haben wir alles im Prinzip rausgebaut und neu gemacht. Und ihr seht von da hinten schon die Waschmaschine. Da gehen wir jetzt noch einmal eben kurz rüber. Die haben wir jetzt eingebaut für den Kunden. Das hat er sich gewünscht, dass er auch autark im Prinzip auf dem Stellplatz oder wo auch immer im Urlaub dann halt auch vernünftig waschen kann.
So, was musst du jetzt wissen? Ich muss gar nichts wissen. Ich wollte nur fragen, ob das schöne Gerät ja, ich weiß nicht. Auch ich trocknen keine kann. Keine Ahnung, das ist ja, die kosten ja heute auch nichts mehr, die Waschmaschinen. Ne? Wir sagen mal nur Waschmaschine erstmal. Ne? Ich glaube, er kann beides. Bin mir sehr sicher, der kann beides. Auf jeden Fall kann er waschen. Das kann er auf jeden Fall jetzt. Autark natürlich auch. Genau. Ist eine relativ kleine Trommel, aber für, ich sag mal, ein Outfit. Dein reicht Outfit es, oder mein Outfit? Mein Outfit. Ah. Reicht es? Flo muss zweimal vielleicht nein, ich waschen. Drei oder vier Kilo passen. Ja, aber geht schon ein bisschen was rein. Wir haben auch schon einmal Testwäsche gemacht, also funktioniert alles tadellos. Ja. Unterhosen sind wieder sauber. Unterhosen sind wieder sauber. Und genau. Nein, aber der Kunde hat uns an sich gebeten, nur um das kurz zu erklären, weil sonst muss ich mich wieder so viel rechtfertigen. Der Kunde hat uns an sich gebeten, den Waschmaschinenanschluss zu installieren, den Stromanschluss dafür und weil wir die Concorde-Hölzer lagern haben, das Brett dafür zu machen. Dadurch, dass der Kunde aber viel bekommen hat, haben wir auch die Waschmaschine dementsprechend jetzt an der Wand montiert, weil wir haben eh die Kabel und alles vorbereitet. Aber nein, normal machen wir diese angelieferten Sachen nicht. Wir waren eine Ausnahme, weil der Dirk sowieso da am Schrauben war. Haben wir jetzt, ob wir jetzt die vier Bolzen mit festmachen oder nicht, haben wir die vier Bolzen festgemacht. Der Rest muss aber der Kunde dafür machen. Nur nochmal als Information. Ja. Aber, ja, ich habe geguckt, ich fand die gar nicht mehr so. Früher waren die immer so teuer. Ich habe wieder mal geguckt, zu teuer, waren die gar nicht. Ja, der eine braucht es, der andere will es, der andere braucht es einfach nicht. Genau, ja. Wir haben es jetzt und dann besser können wir haben wir Bau. Genau. Und dazu haben wir noch hier so eine schöne Hebeanlage montiert. Kommt mal einmal mit hier rum. Hier ist jetzt das alte Fach, alles original. Pumpe, wie auch immer, alles. Hier oben sitzt die Hebeanlage. Und zwar ist das so, wenn jetzt die Waschmaschine läuft, das Wasser kommt raus, wird hier reingefördert. Und wenn hier die Förderanlage merkt, der Schwimmer steigt im Prinzip, springt die an und pumpt dann das Wasser über eine externe Pumpe in den Abwassertank rein. Weil natürlich dieser Höhenunterschied nicht gegeben ist, wenn wir jetzt von da hinten bräuchten wir das gewisse Gefälle. Nachher verstopft das irgendwo, die kann nicht abpumpen, ist das ganze Auto überflutet, will keiner haben. Deswegen ist die Pumpenanlage dabei und die kann im Prinzip das Wasser dann abfördern. Die sitzt hier, alles auf 12 Volt Technik, ist verbunden mit dem Lithium-Akku. Das heißt, es läuft im Prinzip immer. Kein Problem, der Kunde kann so oft waschen, wie er möchte. So, Decke zu. Was haben wir noch Schönes? Das Dach können wir uns noch einmal anschauen, wenn er möchte. Da hat er, glaube ich, 9 Platten drauf bekommen. Gehen wir jetzt einmal kurz schnell hoch, schauen wir uns das noch einmal an. So, jetzt sind wir hier oben auf dem Dach. Hier hat der Kunde 9x100 Watt bekommen, die Hochleistungsmodule, natürlich alle parallel verschaltet. Da vorne an dem Kühlschrank, an dem Pilz, seht ihr die Dose, wo wir im Prinzip alle Platten reingeführt haben und von da aus verdrahtet haben. Der hat jetzt die aufgeteilt auf zwei Gruppen, also einmal diese 500 Watt, also 5 Platten und einmal die 400 Watt. Auf jeweils eine Gruppe mit jeweils 10 Quadrat sind wir dann nach unten gegangen und haben die dann im Prinzip auf dem Reker, den ich euch gleich noch einmal zeige, aufgelegt. Ja, wie immer, saubere Arbeit, alles nur geklebt. So kann der Kunde auch im Winter ordentlich Strom erzeugen über die nicht so gute Sonne und dann ist er auch happy. So, eine Sache hatte ich noch ganz vergessen. Ich wollte euch noch einmal das alte Batteriefach zeigen. Wir haben jetzt ja alles im Prinzip in die Mitte gebaut. Hier seht ihr auch noch unten die Schraublöcher. Also hier standen vorher die drei Akkus drin und das Fach war im Prinzip hier offen. Das heißt, da hinten waren die ganzen Leitungen, Wasserleitungen, alte Leitungen, Stromleitungen und so weiter. Hangen da alle wild rum. Jetzt haben wir das alles schön zugemacht, hier zugemacht, hier zugemacht. Unsere beiden Solarik, da haben wir hier angebracht, sodass der Kunde im Prinzip jetzt sogar noch ein neues Fach bekommen hat. Und das mittlere Fach, was vorher im Prinzip kaum zu benutzen war, haben wir jetzt quasi komplett zugemacht. Und dafür, wie gesagt, eben hier ein neues Fach gemacht. Hier oben unsere Vago-Winzer-Verteilung, das der Kunde, kennt ihr ja alle. Im Notfall, dass die Kombi mal einen Schaden hat oder sonstiges, sich im Prinzip die schwarzen Stecker alle auf den Verteiler drücken kann und hätte er sein Fahrzeug in 230 im Prinzip wieder original zurückgebaut, dass er quasi den Urlaub beenden kann und danach mit dem Problem zu uns kommen könnte. So, hier haben wir jetzt im Inneren der Concorde. Hier haben wir das Brett ein bisschen angepasst. Hier war vorher im Prinzip das Display nur bis hier. Hier war die Fernbedienung draufgeklebt und für unser hätten wir keinen Platz. Und jetzt haben wir mit dem Originalholz im Prinzip noch so eine kleine Abkassung drangesetzt, damit wir hier noch unser Display reinbekommen und hier sogar noch, falls mal irgendwas anderes kommen sollte, sogar noch einen Platz hätten, um was anderes hinzubauen. So, und eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Kennt ihr natürlich auch schon, aber ich zeige es trotzdem. Hier ist jetzt die Doppel-USB-Dose mit dem Halter, mit dem Aktivhalter für den Netgear-Router. Den hat der Kunde sich oder will er sich selbst bestellen. Den kann er dann im Prinzip einfach von hier oben reinschieben, hier am USB zum Laden im Prinzip anschließen und hat dann auch noch einen zweiten USB frei, um Handy, Tablet oder was auch immer in dem Fach dann noch zu laden. Ja, das wäre es eigentlich schon zu dem Auto. Wieder einen kurzen Einblick. Ich muss jetzt gleich weiter an der Karthago arbeiten, wo wir gestern schon das Video von gemacht haben. Da kommen wir ja auch noch mal drauf zu, wenn wir da ein bisschen weiter sind. Wir müssen jetzt noch die Solarik und die Booster anschließen. Und so geht dann der Tag auch weiter. Und dann wünsche ich euch einen guten Tag und gute Woche. Und dann sehen wir uns bald wieder.